Hallo, hallo, willkommen auf dem Kanal von Lucania Bell. Ich bin Ute und nehme dich heute mit zu, wo ist es denn? zum Bau. Ja, Moment, ich habe es hier gerade unter meinen Blöcken versteckt. Ach, da ist es doch. Und zwar, wie du siehst, habe ich hier, Versandverpackung liegen. Ein Stück von meinem Fake-Leder. Das werde ich jetzt gleich hier einmal ummanteln. Und zwar habe ich vor, dieses Teil, was ich hier habe, wie du siehst, auch im Steampunk-Style. Da ist hier so eine kleine Lage, die muss noch bestempelt und mit Schablonen so ein bisschen bearbeitet werden. Also großartig Deko werde ich da nicht reinmachen. Vielleicht hier und da so ein Cluster oder so ein Seitentab. Oder hier so meine Streifenkunst, irgendwie sowas. Aber ansonsten wird da halt nur drin gestempelt und schabloniert. Dann habe ich hier so ein Taschenteil dran gesetzt. Da habe ich dann auch schon hier die Tabs dran gemacht. Ja. Und das werde ich jetzt in dieser Variante machen, weil ich habe das auch schon mal etwas kleiner gemacht. Und ich versuche jetzt so ein Zwischending zwischen dem Großen und dem Kleinen zu machen. Und damit siehst du dann auch schon, hier habe ich auch mit Fake-Leder gearbeitet schon. Und daran siehst du dann auch, dass das von der Größe her total variabel ist. Also egal, welche Größe du nimmst. Hier habe ich sogar ein bisschen mehr Taschen gemacht. Hier habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Taschen. Bei dem anderen sind nur 5 Taschen. Ja, und dann immer wieder so schön hier, ne, mit diesem einfachen, effektiven Verschluss. Ja, und so, da lagen die Blöcke drauf. Deswegen sind sie schon so platt gedrückt. Aber da ist ja auch noch nichts drin. Wenn es gefüllt ist, wird es bestimmt ein bisschen anders aussehen. Ne, wie gesagt, das genauso. Das ist jetzt 25 cm breit. Das ist 15, eigentlich also 14,4, weil das ist genau die Hälfte von der Länge eines A4-Blatts. Ne? Habe ich hier gemacht. So, und jetzt möchte ich gerne 20 cm machen. Also in der Höhe, ne? 20 cm. Das Ganze beruht auf der Idee von Patricia vom Kanal Le Kaffeekraft. Den kennt bestimmt der eine oder andere auch. Super witziger Kanal, super kreativer Kanal. Kann ich nur empfehlen. Schau da mal rein. Englischsprachig, ja, aber sehr verständlich. Wirklich sehr, sehr verständlich, da Patricia nicht englische Muttersprachlerin ist, sondern eigentlich französische Wurzeln hat. Von daher kann man den sehr gut verstehen, diesen Kanal. Ja, so. Also, wie gesagt, das werde ich jetzt auf 20 cm runterkürzen. Und zwar benötigst du entweder so wie ich jetzt hier Versandmaterial, was du dann halt ummantelst, beklebst mit Stoff, Fake-Leder oder. Oder du kannst auch einfach, so habe ich das ja hier auch gemacht, das ist einfach so ein 30x30 Papier. Hier so ein Papier, was ich halt in der Breite gelassen habe auf 30. Die sind ja nicht 30x30, sondern die sind ja 30,5x30,5. Also das habe ich einfach gelassen, 30,5 und nur in der Höhe gekürzt auf 25 cm, ne? Und dann halt diesen Aufbau gemacht. Und hier genauso, ne? Hier habe ich einfach komplett die Hälfte genommen, also vom A4-Blatt ja die Hälfte und dementsprechend dann auch das, sag mal schnell, Designpapier hier. So, und wie gesagt, hier werde ich jetzt komplett anders arbeiten. Hier habe ich mir jetzt die Versandpappe zugeschnitten. Das sind jetzt 30,5 in der Breite und 20 cm in der Höhe. So, und das werde ich jetzt erstmal hier bekleben. Ich möchte gerne diese Seite oben haben, weil wenn ich die gleich bearbeite, dann kriegt die so einen schönen Effekt. Und dass hier so Risse drin sind, ist gar nicht weiter schlimm, weil da kommt ja jetzt gleich Kleber drauf. So. Rum da drauf. Da kann
weil ich immer wieder gefragt werde hier, ne, mein Drücki, das findet man im Baumarkt. Das ist eigentlich, wo so eine Schleifpapier drunter kommt, ne, wo man halt so einen Handschleifer. Weil ich finde den ne, für meine Hände schön griffig, gerade bei so großen Flächen. Ja, siehst du es? Ich habe endlich vernünftige Scheren. Vernünftige Scheren, muss mich nicht mehr quälen. Und da muss ich wirklich sagen, also falls jemand auch so Probleme mit den Händen hat, kann ich nur empfehlen, diese Scheren. Ich habe da gestern Abend knapp 2,5 Stunden mit ausgeschnitten. So Kleinzeugs ausgeschnitten, ohne Probleme. Also mega. Mit den anderen wäre das überhaupt nicht möglich gewesen. Also da wäre nach 10 Minuten musste ich die Schere dann immer schon weglegen, weil es überhaupt nicht mehr funktionierte hier. Aber die sind wirklich perfekt. Schön die Kante plätten. Das stört mich jetzt, diese Schnupsel. Der Schnupsel hat gestört. Das wäre ein cooles Buchcover auch jetzt hier so, ne? Ja, wie gesagt, das stört hier reichlich wenig, weil jetzt das falls Brett. Und zwar Falzbein werde ich jetzt 1,5 Inch lasse ich vorne stehen. Ich mache jetzt jedenfalls. Ich gebe dir gleich auch Zentimetermaße, falls du lieber mit Zentimetermaßen arbeitest. Und dann reicht mir das so? Jetzt muss ich gerade selber mal schauen. Ja, manchmal fällt mir das Umrechnen auch noch schwer. Ja doch. Nehmen wir den. Ja. So. Dann nehmen wir den. Nehmen wir den und gehe ich auf 4 oder 3,5. Ich glaube 3,5 reicht. So, und zwar Falzen. Wenn du ein Inch hier ein Scoreboard hast mit Inch, ne, siehst du ja, hier habe ich bei 1,5 Inch, bei 2 1/4, bei 6 1/4 und bei 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 5 Achtel gefalzt. Ne? Das sind nur Markierungen für mich, weil ich jetzt dazwischen auch nochmal falze. Ne? Wenn du jetzt mit Zentimetern arbeitest, dann würde ich sagen, das Ganze ist ja 30,5 hier, ne? Dann gehst du hin und machst bei 4, bei 6, also dass du hier 2 cm hast. Und dann hier bei 16 und bei 16, was habe ich denn jetzt gesagt, was ich da genommen habe? 3,5, ne? Bei 19,5.
Und dann halt die Falzen dazwischen. Und zwar die Falzen deswegen dazwischen, damit man da gleich eine schöne Rundung hat. Deswegen sage ich immer wieder, so ein Falzbrett kann ich wirklich nur empfehlen. Das ist so, so hilfreich. Das kriegst du so schnell mit dem Schneidebrett überhaupt nicht hin. Damit kannst du auch falzen, klar. Aber gerade wenn du solche Falzen hier brauchst, ist das damit ewig fummelig. Ne? Hast dann praktisch hier so, wo du so eine schöne Wölbung mit hinbekommst. Einmal vorne, einmal hinten. Siehst du, und schon hast du das ja praktisch von ganz allein hat sich das so gelegt, wie ich das gerne hätte. So. Ach so, muss ja von innen jetzt hier noch was davor. Ja, das brauchte ich bei den anderen ja nicht, aber ich muss ja jetzt noch hier auf alle Fälle was reinmachen. Was mache ich denn da rein? Was habe ich denn da? Passt das? Ja. Das passt doch natürlich. Mal mit dem weißen Rand wegschneiden. Ja. Schon besser, ne? Die Ecken rund oder? Doch, komm. Das habe ich ja hier, das ist ja Digitalpapier. Das habe ich auf 120er. Also generell, ne? Ich drucke ja standardmäßig auf 120er Clairefontaine-Papier. Manche Motive, die ich besonders haben möchte, mache ich dann auf matten Fotopapier. Das hat 140er Grammatur, was ich benutze. Aber ansonsten standardmäßig habe ich immer hier Clairefontaine 120 und 160er. Ich habe die Tage, weiß nicht, ob du das vielleicht auch gesehen hast, von wegen jetzt hier Kleber, Simon Hurley hat es vorgestellt, aber auch einige meiner, oder bei Simon Hurley habe ich, ich habe nicht das ganze Video geguckt von Simon Hurley, ich muss einmal kurz, der ist mir zu schlecht zum Verteilen hier gewesen. Ich habe das nur in der Vorschau gesehen, dass er da hat, auch diese Press und einem Kanal, den ich folge, ne, die hatte die auch vorgestellt, diese Glue Press. Fand ich mega, mega das Teil, weil ich bin ja jemand, ne, hab ich ja schon mal öfters erwähnt, von wegen Handproblematik. Und wenn du dann halt, gerade gucken hier, gerade einigermaßen, ja, wenn du dann halt so ein Hilfsmittel hast, finde ich das natürlich genial. Vielleicht hast du das ja auch schon gesehen, diese Glue Press für Bastelkleber. Also hier für so Tacky Glue und so. Fand ich sehr, sehr cool. Und hier werde ich auf alle Fälle mit Artpotch einmal eine Versiegelung draufsetzen. Weil ich das von der Haptik auch sehr schön finde dann, ne? Und ist dann halt auf alle Fälle noch mal so eine Schutzschicht, gerade fürs Papier hier. So, jetzt schaue ich noch mal hier mit meinen Wölbungen. Ja, das reicht mit dem. Muss ich nicht noch mal nachgehen. Also da werde ich auf alle Fälle jetzt noch mal hier Artputsch. Auf alle Fälle, falls du das nicht gesehen haben solltest, ne, wenn du das eingibst, Glue Press, nicht Glue Gun, weil ich meine keine Heißklebepistole, sondern eine Glue Press. Das ist auch wie so eine Pistole, ne, so. Und da werden diese Kleber reingesetzt, oben, und dann drückst du halt unten und dann, ne, wird das gepresst, dass das vorne schön vernünftig rauskommt. Allerdings nicht ja, für runde Flaschen, sondern du hast da eine spezielle Flasche, ich glaube von Nuvo war die, diese ovale mit dieser Düse vorne drauf. Aber du kannst den Kleber ja immer wieder umfüllen da rein. Ne? Du kannst den Kleber deiner Wahl nehmen und füllst das dann halt um. Fand ich mega. Das Einzige, was mich stört, ist der Preis. Ja. Und also wie gesagt, ich habe das gesehen, es war vom Shop Stempelmühle und Preis 38 Euro, ist schon eine Hausnummer für so ein Plastikteil, ja. Aber da ist Stempelmühle noch relativ günstig mit den 38 Euro Verkaufspreis, weil ich habe dann mal gegoogelt und also so standardmäßig ist das ab 40 Euro aufwärts, ne?
45 Euro, 50 Euro, 67 Euro, also gibt schon irre Preise dafür. Aber wenn, ne, wie gesagt, ich hatte ja gesehen, eine Bastlerin, die das vorgestellt hatte, und die war ganz begeistert. Und die hat ja auch Handprobleme, sagt sie. Also das ist total super dafür. Und von daher. Aber wie gesagt, 38 Euro bin ich noch nicht bereit. Da bin ich definitiv noch nicht bereit. Aber ist auch ein ganz neues Produkt. Und schauen wir mal, wie sich das so entwickelt, preismäßig. Ich habe dann mal nachgeguckt. Die Firma hat natürlich auch direkt ein Patent darauf angemeldet, was ich natürlich sehr super finde. Weil wenn man schon solche Ideen hat, dann soll man das auch direkt patentieren lassen. Und zwar auch nicht nur US-Patent, sondern auch ein europäisches Patent. Finde ich gut. So, das lege ich jetzt erstmal an die Seite zum Trocknen. Ja, das zieht sich gleich noch mal ein bisschen rein hier. Artbot trocknet eigentlich immer relativ schnell. So. Einmal kurz ausspülen. Zwischenzeit. Also das war jetzt schon mal das Cover dafür. Ne? Also das Äußere habe ich jetzt gemacht. Jetzt befassen wir uns hier mit dem Taschenteil. Und zwar brauchst du dafür je nachdem, wie viele Taschen du haben möchtest. Ich habe ja jetzt hier bei dem 5 Taschen. Ne? 1, 2, 3, 4, 5 Taschen. Ne? Hier habe ich Craftpapier genommen von diesen Mischblöcken. Ne? Das ist ja dieses 170er war das, glaube ich. Und ja, jetzt habe ich auch aus diesen Blöcken aber das Weiße davon. Weil ich von dem Braunen da, von dieser Stärke nichts mehr habe. So, davon brauchst du 3 Stück für 5 Taschen. Ja, für 5 Taschen 3. Bei dem Kleinen waren, was habe ich gesagt vorhin, wie viele Taschen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Taschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Papier ich genommen hatte. Ich hatte, glaube ich, 4, genau. Ich hatte 4, weil ich das ja auf der Hälfte geschnitten hatte. Ne? Ein DIN A4 Blatt durchgeschnitten waren ja dann immer 2, also habe ich hier 4 genommen. So, aber wie gesagt, jetzt nur 3. So, nimmst ein A4 Blatt, faltest das auf die Hälfte. Und dann schneidest du das auf deine gewünschte Größe ab. In dem Fall jetzt hier 20 cm. Ja, und davon dann 3 Stück. Dann Streifen 5 cm in der Breite, auch 20 cm in der Höhe. Und einmal in der Mitte falzen. Das sind nämlich diese Verbinder. Davon bei 3 Taschen 2 Stück. Bei den kleineren Modell, wo mehrere Taschen drin sind, da habe ich 3 davon benötigt. So, 2 Stück. Na, das sind gleich die Verbinder. Und dann brauchst du die Seitenverbinder. 10 Stück von diesen, die sind 10,5, weil, na, wenn du das komplett gefaltet hast auf die Hälfte, hast du ja hier 10,5. Und dann kommen die ja später hier so gleich reingefaltet und schließen praktisch hier ab. Ne? Das ist praktisch die Ziehharmonika hier an der Seite. Ne? Davon brauchst du, wie gesagt, 10 Stück. Da habe ich auch einfach A4 Blatt genommen. 10,5 cm abgeschnitten und dann auf mein Scoreboard immer, entweder wenn du mit 10 cm arbeitest, jeden Zentimeter eine Falz. Und wie gesagt, du brauchst 4 Stück. Ne? Also 3 Falzungen. 1, 2, 3, 4 cm.
Oder halt, so wie ich das gemacht habe, ich habe 5 cm und dann halben Inch immer. Nicht 5 cm, 2 cm. 2 cm, 2 Inch und dann jeden halben Inch, also halb, halb, halb und dann halt abgeschnitten. So. Ich hoffe, ich habe das jetzt verständlich. Also wie gesagt, es ist einfacher, wenn du dann einfach hier 10,5 Cups und dann legst du das so aufs Scoreboard und brauchst dann praktisch ein Blatt dafür für 10 Stück. So. Die werde ich schon mal falten. Weil die werden wie so eine Ziehharmonika halt gefaltet, ne? Vor, zurück, vor, zurück. Vor, zurück, vor, zurück. Und du solltest dir vielleicht Klemmerchen dazu nehmen. Hier so kleine, damit du das gleich beim Kleben mit dem Klemmerchen fixieren kannst. Also, die Taschen verbinden. Und zwar nimmst du dir hier so ein Teil, ne, was ich gerade gefalzt habe. Also 5 cm in die Mitte gefalzt. Legst dir deine Tasche hier hin, die Öffnung hier hin. Hier kommt Kleber drauf und auch diese Öffnung kommt zur rechten Seite zeigen, damit es hier drauf geklebt. Dann kommt hier oben Kleber drauf und die nächste mit der Öffnung hier, mit dem Zuenseite, kommt hier drauf. So, dann wieder der nächste Kleber drauf und so. So wird es dann zusammengeklebt und dann hast du praktisch aus 3 Taschen 5 Taschen gemacht, ne? Weil das ja die Verbinder hier eine Tasche draus machen. Und das machen wir jetzt. Mache ich. So. Ich mache das. Ich habe meinen Pinsel wieder nass gemacht. Also ich habe jetzt das erste Mal diesen Tacky Glue hier, die Eigenmarke von Craft Alley. Bisher bin ich ganz zufrieden. Schauen wir mal, wie das mit der Klebekraft so ist. Ne? Habe ich ja noch nicht, kann ich noch nicht zu sagen, weil ich klebe heute das erste Mal. Aber so vom Auftragen her ist das ganz gut. So, wenn du das hier drauf setzt, immer schön darauf achten, dass es oben und unten bündig ist und natürlich auch hier hinten bündig ist und nicht zu weit drüber ragt. Noch ein bisschen verschoben hier. Oh, egal. So sollte das aussehen. Und dann hast du hier schön die Verbindungen. So kann man im Übrigen auch Signaturen, also Signatures oder Lagen, das heißt ja im Deutschen Lagen, einfügen, ohne dass man näht. Also zusammenbringen, ohne dass man näht. Ne? Indem du einfach so eine Verbindung da rein schaffst. So machst du aus 3 dann halt 5 Taschen jetzt in dem Fall. So, und die kommen jetzt gleich hier so zwischen. Habe ich die in richtigen Maße? Achso, das sind 2. Ich wollte gerade sagen, hör, das sieht so komisch aus. Dann nehme ich mir das hier so vor mir, blätter eine Seite zu mir. Ne? Da kommt auch nichts drauf, sondern ich fange hier an, die drauf zu setzen. Und zwar, wenn du die faltest, ne? Ziehharmonika-mäßig, drehe ich das einmal so. Dann ist ja das ein, wenn du von hier guckst, ist es ja ein M. Ne? Und ich sage ja immer Berg- und Talfahrten hierzu, ne? Zu dieser Verfaltung. Ne? Also das sind ja die Berge hier, die beiden. Und die Bergspitzen, die müssen immer nach außen zeigen. So klebe ich das dann da drauf.
mache ich jetzt mal da einmal weg. Ist mir jetzt zu groß für die kleinen, feinen. Ne? Also wie gesagt, die Bergspitzen zeigen nach außen. Und dann setze ich das bündig da drauf. Ich hole dich mal ein Stück tiefer, dann kann ich nämlich auch mit dem Kopf ein bisschen näher rangehen. So. Ne? Also schön bündig oben, unten und hier an der Seite. Andrücken und dann mit dem Klemmerchen fixieren. So, und dann die andere Seite. Auch wieder gucken, die Bergspitzen zeigen nach außen. Ne? Da, die Bergspitzen zeigen nach außen. Da muss ich lieber hin. Wieder mit dem Klemmchen kurz da drauf, dann drehe ich um und gehe hier weiter. Und so mache ich das einmal komplett durch. So, bei der letzten Seite jetzt angekommen. Das ist ja die letzte Seite, die ich gerade gemacht habe. Ich glaube, da warte ich noch einen Moment. So, jetzt hast du ja diese ganzen Dinger hier so dran. Ne? Und jetzt musst du natürlich auch da Kleber drauf und dann alle so. Ne? Also wie gesagt, ne, dadurch, dass du ja jetzt hier das reingemacht hast, wird das natürlich ein bisschen dick. Und das sollte sich nicht, wer weiß, wie sehr verziehen. Das erkennen. Ja. So, jetzt gehe ich dann immer hin, einfacher halber, mache ich mir jetzt hier Kleber drauf und dann klappe ich das zu mir. Und wenn ich das umklappe, achte ich immer darauf, dass hier unten das runtergedrückt ist, ja, damit das nicht verknickt, so wie das jetzt hier gerade war. Und vorsichtig mit dem Kleber, nicht jetzt blitterweise da drauf, weil sonst hast du das alles nach innen laufen und dann verkleben sich die ganzen Taschen. So, ich drücke das hier unten einmal runter und dann klappe ich das einfach um. Ja? Kleber drauf. Kleber drauf. Mal umklappen da unten und schub. Ich hoffe, du siehst, was ich hier mache. Ja. Kleber.
richtig antrocknen. Zwischenzeit. Hier habe ich dazu schon was gesagt. Ich weiß es gerade gar nicht. Habe ich am Anfang dazu schon was gesagt? Ich weiß nicht. Ich sag's nochmal, falls ich das vergessen hatte. Also ich habe hier Lagen, also eine Lage. Und zwar habe ich hier kaffeegefärbte Papiere von mir. Ja, unsere Dokumentenpapiere sind das hier, ne? Die sind schon so gefärbt. Und mehr ist das einfach nicht, ne? Da habe ich dann einfach nur die A4-Blätter sind jetzt ja auf die Hälfte gefaltet und dann bei 20 in der Höhe abgeschnitten, ne? Dann ich nehme für jede Lage immer 10 A4-Blätter, ne? Und dann hast du ja, 10 A4-Blätter plus ein von diesen Kraftpapieren, auch von dem Block, den ich hier als Cover sozusagen in Anführungsstrichen, ne, hier drum mache. Weil der ist ja dann doch etwas stabiler hier, die Außenhülle. So, 10 Blätter. Und aus 10 Blättern werden ja, und das ist das, was ja viele immer so ein bisschen, ne, stutzig sind, wenn ich das sage. Ja, ich habe jetzt hier eine Lage mit 40 Seiten. Und dann gucken mich immer alle an, wie 40 Seiten? Ja, ich habe 10 Blätter. Und jedes Blatt hat ja 4 Seiten. Wenn du ein Buch durchblätterst, hast du immer eine Seite, 2 Seiten, 3 Seiten. Fangen wir hier an. Eine Seite, 2 Seiten, 3 Seiten, 4 Seiten. Und so hast du dann aus 10 Blättern 40 Seiten für deine Lage. Und dann mache ich ja meistens, also wenn ich jetzt ein Journal mache, ne, mache ich 10 Blätter und dann kommen ja noch so kleine Sachen rein, kleine Blätter, ne, also so halbe Seiten oder Buchseiten oder transparent, also Vellumpapier und sowas. Das zähle ich nie, ne. Ich mache immer grundsätzlich, Standard ist bei mir bei einem A5-Journal, 10 A4-Blätter, die ich ja dann falte, ne. Dadurch habe ich 40 Seiten für jede Lage und dann kommt noch das Kleinzeugs dazu. Nur mal das jetzt zur Erklärung. Ich das schon ganz oft gefragt worden bin. Boah, wie 40? Ja. So. Ich muss gerade überlegen, wie es weitergeht. Was sagt denn das Cover? Ist das denn schon soweit trocken? Das lassen wir noch einen Moment da liegen. Na, das ist jetzt hier mein Außenteil. So, da wo ich ja vorhin am Anfang hier gefalzt habe. Ne? Da ist der Riss natürlich jetzt. Ach so, nee, das ist ein anderer Riss. Aber okay, das ist nicht schlimm. Das kann ich auch gleich nochmal beheben. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. So, ich roll mir das jetzt so ein bisschen, wo ich das hier so gefalzt habe. Genau wie hier. Obwohl hier hinten brauche ich noch nicht. Das stört mich dann nur. Aber hier. Alle Fälle. Und dann die erste Falz, die ich. Bin ich im Bild? Ich muss gerade, ob ich wieder ein bisschen hochgehe, ne? Die erste Falz, die ich ja gemacht hatte, ne? Da wird das Gleiche so reingesetzt. Und zwar klebe ich das rein. Ich nähe das nicht rein, sondern ich klebe das rein. Ne? Hier Kleber drauf und dann wird das hier so gegengesetzt. Aber ich werde auch wieder diesen Verschluss machen hier mit den Ösen. Und das Gummiband dadurch. Weil ich finde das eigentlich ganz gut. Oder ich könnte auch wickeln. Mach nur eine Öse und wickel dann da durch. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Ja, das passt mit dem Wickeln, glaube ich, besser zum Stil dann. Also wie gesagt, hier klebe ich das rein. Und ich glaube, ich mache nur eine Mitteöse. Eine Mitteöse. Eine mittlere Öse. Eine mittlere Öse. 20 wäre dann die Mitte 10, ne? Nach Adam Riese. Da, dann habe ich da die Mitte. Oh, komm ich doch gar nicht hin mit meinem. Komme ich da hin? Da komme ich doch nicht hin. Ne. Ah ja, das ist doof. Das ist doof. Ich komme da nicht hin. Und umklappen funktioniert auch nicht. Aber ich habe noch so ein altes Tool. Ah, da braucht man einen Hammer.
Hammer, ein Holzbrett. Und auf der Glasplatte auf keinen Fall, sondern ich mache das auf dem Boden. Das ist eins der ersten Lochtule, die ich gehabt habe. Ich benutze das so selten jetzt mittlerweile, ich weiß schon gar nicht mehr. Nee, damit macht man Loch und damit setzt man Öse, genau. So, ne? Und hier auf der Glasplatte werde ich das auf keinen Fall machen. Ja, dann gehe ich da so und dann... Okay, komm. Siehste? So mache ich Ösen, wo ich nicht rankomme mit meiner Prop. Ich glaube, das ist auch zu kurz, ne? Oder? Ja. Das würde gehen. Das würde gehen. Ich muss das nur mit irgendwas. Habe ich eine Querperle, wäre nicht schlecht, ne? Jetzt bist du am Überlegen, was meinst du denn jetzt wieder? Ja, so eine Querperle, so eine längliche Perle. Ich habe doch die Tage hier irgendwo so Perlchen gehabt. Ja, nach langem Suchen. Das Problem ist, Perlen habe ich genug. Ich habe nur keine Perlen, wo solche Bänder durchpassen. Das ist das Problem. Aber ich habe jetzt hier gefunden, hier so eine Holzperle. Das sieht man eh nicht, das ist ja innen. Und ja. Dann kann man das hier so drum wickeln und dann kommt hier bestimmt noch so ein Knopf hin. Und hier habe ich noch mal so eine lange. Das sind die einzigen beiden, die so große Löcher haben, dass dann auch dieses Band da durchpasst. Ja. So. Jetzt. Hier habe ich schon mal die Klammern abgemacht. Und wenn du die Klammern abmachst, dann nimmst du dein Falzbein oder irgendwas anderes, was so ein bisschen rundlich ist, ne? Und halt nicht spitze. Und dann gehst du ganz vorsichtig so in diesen Rillen und ne, guckst, dass da der Kleber, der rübergelaufen ist, das nicht voll verklebt. Und das Ganze dann auch von innen und auf beiden Seiten. Und dann hast du das super auseinander, ohne dass es kaputt geht. Und wie du siehst, habe ich ja jetzt hier so Unebenheiten. Hier so und auch da. Nee, da geht's. Obwohl, wenn man von so guckt, dann sieht man das mehr. Ich muss gerade mal schauen. Und das wird ja gleich, wenn das innen ist, wird das ja so hier drauf geklebt. Und muss man gerade mal schauen. Ja, da werde ich auf alle Fälle jetzt begradigen einmal hier, weil da nehme ich dann das und den Kopf. Leg mir das hier hin und ich nehme die erste, ne, da ist mein Maß, wo ich das anlege. Und alles, was übersteht, schneide ich dann weg. Ich muss das vielleicht mal so rummachen, das Lineal. So. Richtig was da runter drücken. Solltest du den Drang haben, hier an den Seiten zu schneiden, rät ich dir von ab, weil du schneidest dir sonst deine Taschen wieder auf. Ja? So, jetzt gehe ich dann natürlich hin und wo ist meiner? Da ist er. Und das Ganze wird jetzt ein bisschen geinkt. Glaube ich mal so. Jetzt. Also, wie gesagt, das klebe ich jetzt hier, ne, die erste Falz. Da klebe ich das jetzt so dran. Schön bündig. So, wisst ihr, so ist es dann. So sieht das aus. Und dann kommt das jetzt mit der Öffnung hier so drauf. Also die Öffnung nach vorne, ne? Klar.
Und dann auch schön gucken, dass das bündig ist. Durch ganz ran und klappt das einmal so rum, ne? Weil hier kommt jetzt auch Kleber drauf und dann wird das da rumgeklappt und so festgeklebt, ne? Deswegen die Perle, die ist also schon maximale Größe. Größer hätte die nicht sein dürfen, sonst wäre die nämlich sehr störend. Wobei, kann das eigentlich auch abmachen und den Faden kleben. So. Mach den einfach so da drauf. Und das wird ja eh festgeklebt. Ja. Na? So ist dann das Taschenteil. Na? Deswegen hier schön Platz lassen, nicht ganz auf Press, damit man das Ganze auch schön hier umfalten kann. Was habe ich eigentlich hier? Ach, das ist, glaube ich, mit Brushos hatte ich das gemacht, ne? Genau. Mit Schablone und Brushos gestreut und dann Wasser gespritzt. Deswegen sieht das so aus. Und dann geht das Taschenteil hier los. Ja. So. Und bei den anderen habe ich das ja hier so ein bisschen rund, ne, hier rund gemacht. Also die ja, Papiere rund geschnitten. Und hier habe ich einfach hier so einen Bogen reingemacht. Aber ja, das kannst du ja dann machen, wie du möchtest. Das werde ich jetzt hier bei dem nicht machen, weil ich ja hier das Fake-Leder drauf gezogen habe. Aber Buchecken werde ich da später bestimmt noch drauf machen. So. Hier werde ich jetzt erstmal irgendwie was drauf machen. Ne? Ist ein bisschen kahl. So. Hier könnte man noch eine Pocket hinmachen, wo noch irgendwas reingesteckt wird. Aber die weitere Dekoration innen, hier werde ich auf alle Fälle auch noch so Tabs dran machen und alles. Ich werde jetzt noch mal eben schauen, hier wegen Knopf. Mache ich da einen Knopf drauf oder lasse ich das einfach so? Was sagst du? Machen wir da. Ein Knopf, ich guck mal gerade eben wegen Buchecken. Die sind sehr zart, ne? Sehr zart und klein, aber ich habe auch noch andere. Es gab ja mal bei Teddy welche, die
die ich noch nirgendwo eingesetzt habe, weil als ich die dann ausgepackt habe zu Hause, war ich doch sehr überrascht. Weil die sind nämlich sehr dick und schwer. Aber ich glaube, für solche Sachen wären die gar nicht schlecht. Aber da muss ich aber einen Special Kleber haben, ne? Was sagst du? Doch, ne? Ich habe es nämlich da in Silber und in so einem, ist das hier Bronze, Messing. Nee, das sieht doof aus. Da definitiv nicht. Wenn dann hier. Das sieht schon aus wie so eine alte Kladde, ne? Wie so eine alte Künstlerkladde. Das wäre ja was auch für mein Da Vinci-Projekt. Oh nein, das vergiss ganz schnell, was ich gesagt habe, weil das steht als allerletztes auf meiner Liste. Aber ja, Da Vinci fand ich auch sehr cool als Motto. Doch, finde ich gut. Das finde ich gut. Wie gesagt, die gab es mal hier bei... sind da Löcher drin? Nee. Da sind keine Löcher drin. Ich dachte schon, da könnte man mit Brads festmachen oder mit so kleinen Schräubchen. Wie gesagt, die gab es mal bei Teddy. Ich bin jetzt gerade hier wieder reingemacht. Nee, da also. Das sind Filigrees. Filigrees macht man ja hier so oder da so, aber da passt jetzt gar nichts von. Ein Label könnte man auch noch vielleicht. Ja. Ach, die sind schwarz. Nee, das gefällt mir dann nicht. Ecken, Füße. Da sind auch noch mal, aber die sind auch sehr groß. Ja, ich würde schon gerne die nehmen. Aber wie gesagt, da muss ich mal schauen, wie ich die... Oder ich mache mir kleine Löcher da rein. Habe ich mit meinem Bohrer da durch? Ich habe so einen kleinen Mini-Bohrer. Ja, komm, ich nehme den Dicken auf alle Fälle. Ja, ach so, jetzt habe ich dann immer noch nicht geguckt wegen Knopf, ne? Wird das denn aussehen, wenn da jetzt die Ecken drauf sind und dann hier so ein Knopf ist? Ich versuche mal mit diesem Kleber. Der ist eigentlich auch super klasse, ne? Ich versuche das mal. Wenn das abfällt, dann muss ich halt gucken, dass ich noch einen anderen Kleber finde. Da brauche ich nochmal eine Klammer gleich. Damit da drüber. Ja. Schauen wir mal, ob sie abfallen. Wenn man das nicht ausprobiert, dann kann man ja nicht wissen, ob es funktioniert, ne? Der trocknet auch transparent, dieser Kleber. So. Ich habe für solche Zwecke dann auch, ne, was schnell gehen soll mit Metall, habe ich auch schon mal gerne Sekundenkleber, aber der war leider auch leer. So. Jetzt weiß ich immer noch nicht, ob ich da jetzt einen Knopf noch mache. So wie bei den anderen. Was meinst du? Hier habe ich ja sogar zwei Knöpfe, weil ich den oberen Knopf so schön fand hier. Und das passte so gut mit dem... ich
Ich würde ja gerne auch irgendwas mit Zahnrädern haben da drauf. Ne? Jetzt bin ich am Überlegen, wenn ich einen Knopf habe, wo habe ich denn hier meine Stanzteile? Boah, ich weiß, das Video gibt bestimmt schon wieder zig lange. Aber es ist manchmal so. Ne? Sowas habe ich mir gedacht, vielleicht auf so einen Knopf drauf. Ich habe ja hier meine selbst gefärbten Papiere, ne? Die Rostpapiere und Jellyprints und sowas alles, die habe ich ja hier ausgestanzt ohne Ende. Und da ich nicht allzu viele Radstanzen, ich jetzt fast gesagt, hier Zahnräder stanzen habe, hat es natürlich Ewigkeiten gedauert, bis ich immer so weit war. Ne? Weil immer wieder durch, wieder neu. So dachte ich mir, dass vielleicht ein paar Stück übereinander, damit die stabil sind. Und dann auf so Knopf. Den Knopf kann ich ja gar nicht, der ist ja fest. So, wenn ich sowas hier drauf klebe dann. Irgendwie so. Und da kann man das hier so dann rumwickeln. Also den Knopf nähe ich hier natürlich an, ne? Klar. Aber dann von außen irgendwie sowas hier drauf. Festkleben. Ja, dass man gar nicht mehr sieht, dass das eigentlich ein Knopf war. Ich würde ja glatt am Baumarkt, aber ich habe keinen Baumarkt hier bei mir in direkter Nähe. Ich mir so ein paar, ich muss da echt mal so ein paar Werkzeugabteilung. Ja, aber wie gesagt, da überlege ich mir noch, wie ich das mache. Ich lass mir das nochmal durch den Kopf gehen. Aber für heute sage ich dann erstmal, ist das Grundgerüst soweit erledigt. Gucken wir noch mal rein, ohne dass die Klammern hier abfallen. Also hier hast du dann dein Journal oder dein Notizbuch in dem Sinne ja. Da werde ich, wie gesagt, von innen noch stempeln und mit Schablone arbeiten, vielleicht so ein bisschen Streifenkunst aufbringen, vielleicht ein oder zwei kleine Pockets, auch wirklich nur kleine Sachen, was dann da reinkommt, für Tickets vielleicht oder so, ne? Wie so Ballonfahrer-Tickets oder was, oder Bahntickets, was der Zeitreisende halt hier alles so braucht. Ja, und hier kommen dann so die ganzen Reisekarten rein und ja, so ein paar Tags werde ich da einbauen. Und dann genau wie hier, ne, so Tabs noch dran setzen. Ja. Ja. Aber ansonsten finde ich, ist das, wie du siehst, wirklich in allen Größen und Varianten und Dekorationen machbar. Ne, hier ist so das Kleine. Also es ist einfach nur eine Entscheidung, ob in welcher Höhe du gehst. Ne? Das ist immer 30,5 Papier von außen die Hülle, dann halt dieses Notizteil hier, ne? Machst du dann halt hier. Mein Gott. Wo du halt so Notizen machst. Ne? Dann halt dieses Taschenteil, wobei, okay, das finde ich schon ein bisschen viel mit den Taschen. Also 5 Taschen finde ich reichen voll und ganz. Das hat schon so einen Portemonnaie-Charakter hier, ne? Also so Geldbörse. Kellner-Portemonnaie haben wir ja früher dazu gesagt mit diesen vielen Taschen. Ich weiß nicht, ob du den Ausdruck noch kennst. Ja. Ja, ich würde sagen, das war's für heute. Das lasse ich jetzt bestimmt den ganzen Tag hier liegen, damit ich auch mal weiß, nicht vorzeitig daran rumfummel. Und dann wirst du sehen, demnächst im nächsten Video vielleicht oder übernächsten Video. Auf alle Fälle wird es ja, wenn ich das komplette Projekt fortstelle, also ein Flip-Through praktisch mache, dann wirst du es auf alle Fälle spätestens wiedersehen. Ja, lass mir gerne einen Kommentar da. Und ja, wenn du Lust hast, wenn du neugierig bist und überhaupt, hören oder sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschö mit Ö.